Die Sanierung im Wendischen Museum ist abgeschlossen. Fast zwei Jahre wurden die Ausstellungsräume umfangreich renoviert. Seit über 20 Jahren ist das Haus als Museum im Betrieb. Da fallen auch mal Bauarbeiten an. Gleichzeitig wurde für zukünftige Ausstellungen modernisiert. Laut Steffen Christin ein wichtiger Schritt. Das Haus ist 1994 eröffnet worden als Wendisches Museum. Es gab ein paar technische Probleme, die bewältigt werden mussten, und bei der Planung der neuen Ausstellung haben wir festgestellt, dass die Infrastruktur, die 1993, 1994 eingebaut worden ist, an manchen Stellen nicht ausreicht für unsere heutigen Bedürfnisse. Insofern verband sich das einfach, und wir wissen, dass wir in den letzten Jahren auch in Cottbus in vielen öffentlichen Gebäuden Anstrengungen unternehmen, um Menschen mit Handicaps die Zugänglichkeit zu ermöglichen. Die Maßnahmen kosteten insgesamt 508.000 Euro. Über die Hälfte kam dabei vom Bund und dem Land Brandenburg, der restliche Betrag durch die Unterstützung aus Mitteln der Städtebauförderung und Eigenmitteln. Unter anderem wurde der Servicebereich teilweise erneuert. Auch der Sonderausstellungsbereich im Erdgeschoss und das erste Obergeschoss sind neu. Die Wände wurden mit anderen Farben gestrichen und an den Decken hängen neue Lampen. Zudem wurden die Deckenleisten frisch verziert. Bei den Arbeiten gab es auch einige Herausforderungen. Wir bauen in einem Gebäude, das historisch ist, dessen Wurzeln teilweise bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen. Wir haben also den Denkmalschutz mit im Boot. Das heißt, wir haben ein Ausstellungsgebäude, das gleichzeitig selbst schon ein Ausstellungsobjekt ist an einigen Stellen. Das war eine Herausforderung, und natürlich war die zweite Herausforderung die Anforderungen, die die neue moderne Ausstellung stellen wird, auch so umzusetzen, bautechnisch, dass es hinterher funktioniert. Jeder Raum hat dann sein eigenes Thema. Die ersten Ausstellungsstücke stehen auch schon drin. Alle Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr fertig werden. Wiedereröffnung ist voraussichtlich 2019.